Mahlzeit, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute mal wieder auf der Maschine unterwegs. War jetzt lange genug in der Garage beschäftigt und habe Sachen an- und umgebaut. Und ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit, eine Runde zu fahren und euch natürlich mitzunehmen. Freunde der Nacht, es ist mal wieder an der Zeit gewesen, euch hier auf dem Motovlog mitzunehmen, ein bisschen was zu quatschen, so, also ein bisschen random stuff, wie man so schön sagt. Was hier demnächst auf meinem Kanal noch abgeht, fahre jetzt hier noch so ein paar Dörfer ab, schön gemütlich, ne? Raus aus der Stadt, raus aus dem Verkehr, hier ist ja überhaupt nichts los. Gut, man muss dazu sagen, wir haben glaube ich gerade 11 Uhr mittags, beziehungsweise morgens, und ich habe gerade Urlaub. Bin gerade so ein bisschen noch in Vorbereitung, kam gerade vom Friseur für meine Hochzeitsfeier und deswegen ist auch aktuell nicht so viel auf meinem Kanal los. Ich denke mal auch, dieses Video wird erst nach der Feier hochgeladen, wenn ich wieder Luft habe, das zu machen. Aber nichtsdestotrotz habe ich einfach mal wieder Bock gehabt, ein bisschen was zu quatschen und euch bisschen was zu erzählen, was hier so demnächst noch abgehen wird auf meinem Kanal. Hab nämlich schon so einiges an Material zu Hause liegen, und zwar hauptsächlich erstmal für die 48, weil das ist immer noch mein Schätzchen. Werde ich wahrscheinlich als allererstes vorne die Gabel Cover machen. Also ich habe von der Sportster Garage ein Gabel-Cover-Set zur Verfügung gestellt bekommen. Das werde ich demnächst ja, montieren. Da gibt es natürlich auch wieder so ein ausführliches Umbauvideo, was man da so machen muss und auf was man da so zu achten hat. Nehme ich doch euch wieder alle so Step by Step mit. Für die, die es natürlich wissen wollen, die es nicht interessiert. Naja, ihr wisst ja, einfach weiterklicken, Daumen hoch machen. Trotz alledem und ja, einfach meinen Kanal weiterempfehlen. Und ich denke mal, nach diesem Video kommen dann noch zwei, drei kleinere Sachen und dann habe ich was richtig Spezielles. Und zwar werde ich ein Mapping durchführen mit dem Vans & Heinz Fuel Pack 3. Der eine oder andere unter euch wird das Teil kennen, hat es vielleicht auch schon verbaut. Und ich, ja, vermute mal, oder ich gehe auch mal davon aus, dass das so eine richtige Reihe wird. Also da kommt nicht nur ein Video, wie man das Ding am Motorrad installiert, sondern wie man das dann auch mit dem Handy koppelt, wie man gewisse Dinge einstellt. Dann den Autotune-Modus, den werden wir dann ausführlich ja, machen. Ihr könnt mir auch gerne Fragen zum Fuel Pack 3 mal in die Kommentare stellen. Ihr könnt mich auch auf Instagram anschreiben. Je mehr Input ich da jetzt von euch bekomme, was ihr da so wissen wollt, umso mehr kann ich dann auch in die Videos, ja, einarbeiten und darauf eingehen. Weil ich sag mal, das Ganze ist ja sehr umfangreich, das Fuel Pack 3. In erster Linie ging es mir, als ich mir das jetzt vor kurzem geholt habe, darum, dass ich dieses Magerpatschen rausbekomme aus der Maschine, die ja generell relativ mager läuft, vom Werk aus schon. Und dass ich quasi die Sporty so ein bisschen, beziehungsweise das Gemisch von der Sporty ein bisschen anfette und die entspannter und geschmeidiger läuft. Wobei jetzt nach dem Ölwechsel, der ja auch längst überfällig war, zieht die auch schon wieder richtig ordentlich durch. Ja, das Thema Fuel Pack ist auf jeden Fall sehr umfangreich und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare, schreibt mich auf Instagram an. Dann kann ich die in den kommenden Videos auch gerne beantworten, darauf eingehen. Ich muss mich da selber ein bisschen reinfuchsen in das ganze Thema. Habe mir auch schon so die ein oder anderen englischsprachigen Videos zu dem Thema angeguckt. Und ja, es ist kein Hexenwerk, es ist sehr umfangreich, aber so die grundlegenden Dinge, das Mapping, was ich fahren will, den Autotune, das ist noch relativ simpel und
ja, ich bin einfach mal gespannt, wie sich das Bike und das Fahrverhalten des Motorrads auf jeden Fall verändern wird. Und werde euch auf jeden Fall daran teilhaben lassen, wie sich das Ganze verhält. Und ich denke mal, das wird eine richtig spannende und coole Sache. Zu einer Abstimmung hinfahren und einfach mal Mapping machen lassen, kann jeder, finde ich irgendwie langweilig. Es ist zwar auch eine coole Sache, aber dieses Fuel Pack 3 ist halt so ein Ding, das kann jeder machen. Und ja, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, Mensch, der Junge hat schon wieder voll einen an der Waffe, was macht der da alles alleine? Warum fährt der nicht zu Don Performance oder zu 8 Ball Customs und lässt sich das mappen? Aber so bin ich nun mal. Ich bin selber auch gespannt und ihr könnt auch gespannt sein, was da kommt. Ja, was gibt's noch Neues bei mir? Ja, definitiv so Sachen wie Ausfahrten werden natürlich auch jetzt wieder vermehrt kommen. Am 21.05. habe ich vor, bei dem lieben netten Scorpedius mitzufahren. Ich hoffe, Wetter spielt mit und Gesundheit spielt mit und dass da nichts dazwischen kommt. Und ich glaube, das wird auch eine richtig coole Nummer. Wenn ihr wissen wollt, wer der Scorpedius ist und ihr das nicht wisst, dann poppt das jetzt hier oben auf. Ein Link zu seinem Kanal. Der ist hier auch am Niederrhein unterwegs, in Rheinberg, glaube ich, so größtenteils. Und der war auch schon bei der einen oder anderen Ausfahrt mit dabei, die ich gemacht habe. Wir sind auch zusammen schon unterwegs gewesen. Cooler Typ, und schaut einfach mal auf seinem Kanal vorbei. Der Liebe macht am 21.05. eine kleine Runde. Auf seinem Kanal findet ihr auf jeden Fall Informationen dazu. Und ich glaube, das ist offen. Jeder kann kommen, wer will. Da werde ich mich auch blicken lassen. Es sei denn, mir fällt vielleicht jetzt dem nächsten Bein ab, aber ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Und dann bin ich da mit am Start. Ja, das habe ich jetzt auch ein bisschen vermisst, diese ganzen Ausfahrten in größeren Gruppen. Ihr kennt ja meine Videos. Wir gucken, wie das dieses Jahr noch eskalieren wird. Ob das wieder so groß wird wie im letzten Jahr mit so 30 bis 50 Bikes. Oder ob ich mich eher in kleineren Gruppen bewege. Eigentlich bin ich ja schon fast dazu verpflichtet, dieses Jahr auch wieder so ein Abo-Treffen zu machen am Landschaftspark Nord. Ist ja schon fast Tradition. Hoffen wir mal, dass das Wetter dann auch wieder mitspielt. Ich glaube, letztes Jahr, das war ja Katastrophe mit dem Regen und mit den Pappnasen, die dann noch so gekommen sind. Aber schauen wir mal. Ich bin da sehr zuversichtlich und positiv eingestellt, dass das was Schönes gibt dieses Jahr. So Leute, bevor ich euch jetzt zu sehr nerve und das Video zu lang wird, noch eine Sache, die mir so ein bisschen im Kopf rumschwirrt. Und zwar habe ich vor, ja, die ein oder andere Sporty, vielleicht auch andere Bikes, wie auch immer, ihr könnt euch gerne dazu bei mir melden, zu fahren, Probefahrten zu machen. Ja, auch die neueren Modelle von Harley-Davidson muss ich auch mal gucken, wie ich das hinbekomme, dass ich mal irgendwie nach Thunderbike oder nach Harley-Davidson Düsseldorf oder Viersen hinfahre und mir da mal die ein oder andere Maschine schnappe und eine Runde damit fahre und so ein bisschen meinen Senf dazu abgebe. Wo ich aber auch auf jeden Fall richtig Bock drauf habe, ist, eure Bikes mal so ein bisschen zu fahren. Im Gegenzug dazu dürft ihr natürlich dann auch mit meiner Sporty fahren. Das ist ein Geben und Nehmen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Die eine oder andere Maschine bin ich jetzt auch schon gefahren zum Anfang der Saison. Und ja, hatte jetzt die Kamera nicht dabei, einfach so mit Kollegen getroffen. Und da kam so ein bisschen der Gedanke dazu auf, hey, das könnte man doch mal irgendwie schön in meinen YouTube-Kanal reinpacken. Das muss jetzt auch nicht unbedingt so eine, ja, standardmäßige, sage ich jetzt mal. Meine ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Bin von einem Kollegen eingefahren, der schon einen richtig krassen Heckumbau gemacht hat mit einem Rix Heckfender und richtig schönen Reifen. Und mal gucken, ob ich ihn dazu kriege, dass ich mal mit ihm bzw. mit seiner Maschine eine Runde fahre und euch so ein bisschen meine
Eindrücke mitteile, vermittle, wie sich das Ganze so verhält. Ihr könnt euch auch gerne bei mir melden, schreibt mich auf Instagram an und sagen, ey Phil, wenn du Bock hast, dann kannst du auch meine Maschine fahren. Also ich habe da schon so meine Angebote bekommen von 3-4 Kollegen und ja, würde dann auch erstmal gucken, wie das Ganze so ankommt, ob das überhaupt gerne geguckt wird oder auch nicht. Mal so testweise gucken, wie das Ganze anläuft bei euch, ob ihr da Bock drauf habt. Und ja, das wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache, die mich reizen würde, auf meinem Kanal sowas, so eine Art, so eine Videoreihe zu starten, ne? Zusätzlich zu der Videoreihe mit dem Fuelpack nochmal so eine Videoreihe Eure Bikes. Hat ja nicht jeder, sag ich mal, einen eigenen YouTube-Kanal oder ja, Bock sich sowas Großes aufzubauen. Viele von euch haben ja auch Instagram, sind da gut vertreten, haben viele Anhänger und Follower. Und ja, das wäre dann halt nochmal so eine Möglichkeit, eure Bikes auch auf YouTube hochzuladen, dass es weltweit nochmal gesehen wird. Und ja, schauen wir mal. Das kommt auf jeden Fall auch nochmal so, das ein oder andere Video zu euren Bikes. Und ansonsten würde ich sagen, meine Freunde, überhole ich jetzt erstmal den Schleicher hier und verabschiede mich für heute. Sage auf Wiedersehen und haut rein, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Und dann machen wir hier die Gabelcover. Und bis dann. Haut rein, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Und lasst euch nicht vom Bock schmeißen. Bis dann. Haut rein.